Am Ende eines steilen Aufstiegs steht ein Zelt, ein Lager der beiden Basken Mari und Josema. Viele sind jeden Tag am Berg und die Gefahren sind allgegenwärtig. Eines Morgens hören wir plötzlich ein unheimliches Dröhnen aus der Richtung der Magic Line. Julie und ich springen sofort aus dem Zelt und sehen, dass eine gewaltige Lawine über die Schneewand unter dem Negrotto-Sattel hinuntergefegt ist. Wer war da unterwegs? War jemand unterwegs? Bald weiß man, dass zwei Amerikaner, Al Bennington und John Smolish, im Aufstieg waren. Sie sind verschüttet. Eine Suchaktion kann einen von ihnen tot bergen. Der andere wird nie gefunden und bleibt im ewigen Eis. Unaufhaltsam steigen die beiden Basken am Abruzzensporn höher. Sie gehen im Westalpenstil. Sie packen ihr Zelt zusammen, schnüren ihre Rucksäcke. Alles, was sie brauchen, tragen sie mit sich. Wir wünschen ihnen das Beste und meinen Leben, Überleben. So nahe liegen Tod und Glück an diesem Berg beisammen. Wir bleiben zurück in Gedanken an die Erfüllung unseres eigenen gemeinsamen Traumes, bald auch dort oben auf dem Gipfel zu stehen, wie die beiden Basken. Wenige Tage später treffen wir uns im Basislager wieder. Mari hat erfrorene Finger, aber das mildert seine Freude in keinster Weise. Der Aufstieg sei zwar hart gewesen, aber, so erzählt er, es war ein Gipfel wie ein Berg über noch einen Berg, oben drüber, ganz wunderbar. Was ich am meisten gespürt habe, war, dass ich den größten Traum meines Lebens verwirklichte, den Höhepunkt meines Lebens erreicht habe. Es zahle sich, so Mari, auch trotz der erfrorenen Finger aus. Das lässt sich ja behandeln. Sie sind glücklich, die zwei Basken. Erfolg und Misserfolg. Glück und Tod liegen hier am K2 so dicht beieinander wie sonst wohl nirgends auf der Welt. Die Erfüllung eines Traumes ist oft genug verbunden mit Schmerz und Leid, mit Trauer und Tränen. Die Polin Wanda Rutkiewicz, erfolgreichste Bergsteigerin der Welt, hatte in diesem Sommer mit drei Franzosen den Gipfel des K2 erreicht. Ich träumte an diesem Berg. Und endlich konnte ich am 18. weg vom Basislager gehen. Wir sind zu vier gekommen, zusammen mit Liliane und Maurice Barat und Michel Parmentier. Wir wollten das in vier Tage machen, aber leider, das Wetter war nicht ganz gut. Wir hatten wegen Wind ein extra Bivak schon über der Schwarzen Pyramide gehabt. Die Besteigung war eigentlich ganz normal, aber damals waren noch keine Expeditionen, keine viele fixe Seilen. Also wir haben fast in alpinen Stil hinaufgeklettert, natürlich ohne Sauerstoff. Wir waren so glücklich auf dem Gipfel. Liliane hatte mir gesagt, ich bin erst mal auf dem Gipfel und ich kann so schön die Panorama sehen. Wir waren auf dem Gipfel fast zwei Stunden. Das ist lang, wenn man ohne Sauerstoff dort steht. Aber ich hatte einfach keine Lust weggehen. Ich genieße diese Gipfel, mein Traum seit vielen Jahren. Wir haben am 8300 bivakiert und nachher haben wir den Abstieg nach Basislager angefangen. Michel ist als Erste weggegangen, ich nachher.
Und ich war schon fast beim Lager 7600, als ich mich umgedreht habe, noch einmal den Gipfel zu sehen. Dann habe ich sehr hoch Lilian und Maurice gesehen, im Flaschenhals. Das hat mich ein bisschen gewundert. Warum gehen sie so langsam? Das ist doch noch ein langer Weg bis nach unten. Ich habe nicht gewusst damals, dass ich diese beiden, meine Freunde, letzte Mal sehe. Sie sind nicht zum Lager gekommen. Gleich nachmittags ist schlechtes Wetter gekommen und vielleicht konnten sie nicht den richtigen Weg finden, vielleicht sind sie abgestürzt. Niemand weiß jetzt. Wir haben auf Lilian und Maurice lange Zeit gewartet. Michel im Lager 7600 und ich im Lager 7000. Wir haben schlechte Stunde dort überlebt. Das Wetter war sehr schlecht. Stürmischer Wind. 3 Tage war ich ganz allein. Ich probierte nachher nach unten zu kommen. Ich konnte das machen. Ich habe nicht so großen Preis bezahlt. Ich hatte nur kleine Erfrierungen in meinen Fingerzehen. Michel auch. Er war auch ganz allein. So denke ich immer, wie wir. Oft sind wir in der Nähe Grenze unserer Möglichkeiten. Ich habe damals nie gedacht, dass ich in der Nähe tot bin. Nicht meiner tot, von meinen Freunden. Aber jeder von uns geht hinauf und denkt nie, dass ich am Berg bleibe. Vielleicht muss es sein. Ein schöner, gefährlicher Berg. Das war ein schwerer Schlag für jeden im Basislager. Maurice und Lilian Barard gehörten zu den erfahrensten Himalaya-Bergsteigern. Lilian wurde später gefunden, Maurice blieb am Berg. Für Lilian bereiteten die Bergsteiger ein Grab auf der Gilke-Pyramide. Dort, wo auch andere Tote vergangener Jahre liegen. Julie und ich gingen nicht zum Begräbnis. Wir besuchten das Grab erst später. Es war wie eine Scheu, als wollten wir die Botschaft vom möglichen Tod von uns fernhalten. Nach diesen Erfahrungen im Unglückssommer 86 hätten wir freilich eines tun können, nicht mehr hinaufsteigen. Aber das will kaum jemand, der einmal damit angefangen hat. Um ihre Träume zu erfüllen, fordern Menschen sehr oft das Schicksal heraus. Für die Italiener ist das gute Wetter ausschlaggebend für einen Blitzvorstoß. Unsere Filmarbeit wird uns wieder einmal um einen Tag zurückwerfen. Wir dokumentieren den Erfolg der Kameraden und verschieben die Erfüllung unseres Traumes auf die folgenden Tage. Ursprünglich wollten die Italiener die Marche Klein gehen. Aber das Schneebrett, das die beiden Amerikaner tötete, ließ auch sie auf die Route des Abruzzensporns ausweichen. Sie sollten es nicht bereuen.
Das gute Wetter hielt an. Solche Tage erträumt sich jeder für seinen Gipfelgang. Wir waren leider einen Tag später dran. Ein entscheidender Tag, wie sich noch herausstellen sollte. Die Italiener erreichen den Gipfel. Wir hoffen mit jeder Stunde, dass das Wetter anhalten möge. Schwer bepackt mit Film und Bergausrüstung ziehen auch wir im Zeitlupentempo den Abruzzensporn hinauf. Jedes Gramm, das wir hochschleppen, spüren wir. Wie es drückt, wie es nach unten zieht. Ich habe einen Sack mit 20 Kilo auf dem Rücken und ober mir ist der fast senkrechte Hauskamin. Schritt für Schritt, Meter um Meter geht es höher. Ich muss jedes Mal erst das im Schnee fixierte Seil aus der harten Fläche herausreißen. Es ist eine unglaubliche Schinderei. Es ist alles sorgfältig überlegt, was wir ins jeweils nächste Lager mitnehmen wollen. Wir richten Depots ein, verlieren dabei wieder Zeit, viel Zeit. Wie gesagt, 600 Meter unterhalb des Gipfels sind wir, als die Italiener am 5. Juli droben ihren Triumph auf dem Berg der Berge voll genießen. Wir freuen uns mit ihnen, hoffen auf unsere Kraft und Energie. Nur noch 350 Meter unter dem Gipfel. Es ist 4 Uhr nachmittags. Wir müssen umdrehen. Jetzt weiterzugehen wäre Selbstmord in einer eiskalten Nacht mit frostigem Wind. Zurück ins letzte Lager. Wir hoffen auf das Wetter am nächsten Tag. Vielleicht bleibt es so gut wie bisher. Doch hohe Wolken fegen unsere Hoffnungen hinweg. Unsere Träume versinken im tiefen Nebel. Nichts mehr zu machen. Das Wetter hat unsere Pläne zunichte gemacht. Es beginnt zu schneien, wir müssen absteigen. Wieder ganz hinunter ins Basislager, es beginnt zu stürmen. Geballte Kräfte der Natur, die uns in die Knie zwingen. Aber wir geben nicht auf. Unsere Hoffnung unterstreichen wir mit Depots, die wir im Abstieg hinterlassen. Für einen möglichen zweiten Angriff in den kommenden Wochen. Natürlich sind wir traurig, dem Gipfel neuerlich so nah gewesen zu sein, ohne ihn erreicht zu haben. Unsere Gedanken sind oben, aber unsere Konzentration müssen wir jetzt auf den Abstieg lenken, um sicher hinunterzukommen. Zum Glück kennen wir den Weg, aber es wird eine Rafferei mit dem Sturm. 3000 Höhenmeter hinunter ins Basislager. Wir brauchen 3 Tage. Werden wir es jemals schaffen? Hinauf und hinunter, immer wieder, tagelang, wochenlanges Warten auf gutes Wetter. Zermürbend die Stunden, in denen wir diese Gedanken nicht abschütteln können. 3 lange Wochen zerrt das Wetter an unseren Nerven. Doch die lange Kletterpause, das Rasten, gibt Gelegenheit zur Erholung. Wir schöpfen neue Kraft und Energie.
umrahmt von den beiden erfolgreichen Basken, der Italiener Renato Casarotto, ein Einzelgänger. Auch er will es in diesem Sommer endlich wissen, seit er vor Jahren den K2 ohne Erfolg anging. 3 Monate lang schon quält er sich immer wieder an der Magic Line auf und ab, hält über Funk ständigen Kontakt mit seiner Frau. Renato, mi senti tu? Sì, posso incominciare? Sì? Ciao, Greta. Sono arrivato alle 5. Ich bin um 5 Uhr hier angekommen, im Lager 3. Es bläst furchtbar hier oben. Das Wetter. Ich wünsche mir so, dass es besser wird. Hoffen wir, dass der Chinawind die Wolken vom Himmel fegt und es mir möglich macht, wenigstens diesmal endlich zum Gipfel zu kommen. Ja, ich weiß nicht. Der Höhenmesser steht ziemlich gut. Aber ich sehe auch, dass es oben unheimlich stürmt. Wie auch immer, man wird ja morgen sehen, was los ist. Ist schon recht, aber ich muss dir sagen, das kleine Zelt, das ich hier oben gefunden habe, war voll, total voll mit Schnee und Eis. Eine ganze Stunde arbeite ich schon, seit 5 Uhr, alles ist nass. Eine schöne Geschichte. Ich habe leider letztes Mal die Seitenöffnungen nicht zugemacht und drum ist jetzt alles voll Schnee. Hoffen wir. Und du selber, wie geht es dir, Renato? Na, mir geht's gut. Bis jetzt ist es mir ziemlich gut gegangen. Aber jetzt bin ich müde, ich habe die Nase voll von dieser ganzen Geschichte. Ich möchte am liebsten fort von hier. Naja, das ist eine Entscheidung, die musst du selber treffen. Na gut, Renato, sprechen wir uns wieder, vielleicht in 5 Minuten. Va bene, ciao. Renato Casarotto gibt auf. Diese Entscheidung scheint ihn zu beflügeln. Schnell eilt er den Berg hinunter. Oberhalb dieser Gletscherspalte, sie ist etwa 2 Meter breit und 40 Meter tief, sehe ich Renato noch als kleinen Punkt. Plötzlich ist er verschwunden. Über Funk hat er sich aus der Tiefe der eisigen Gruft noch verzweifelt gemeldet. Wir eilen zu Hilfe, ziehen ihn heraus, leben. Wenige Minuten später stirbt er in unseren Armen. Den Wunsch seiner Frau, ihn hier am Berg in der Gletscherspalte zu beerdigen, erfüllen wir. Ich bin glücklicherweise in meinem Leben nicht sehr oft am Berg direkt mit dem Tod konfrontiert worden. Relativ selten.